Nico Berger und Holger Detlefsen folgen jetzt dem Notruf einer aufmerksamen Frau. Offenbar wurde bei ihrer Nachbarin am helllichten Tag eingebrochen. Und der Täter ist noch vor Ort. Hilfe! Einbrecher, ruft die Polizei. Ruft die Polizei, ja. Super. Polizei ist da, wa? Machen Sie mal das Fenster auf. Es ist ja gut, dass Sie endlich da sind. Oh, wunderbar. Ich glaube, hier in der Wohnung ist ein Einbrecher. Ich habe so einen Schatten gesehen und da, ich komme gerade aus der Dusche. Ich habe mich hier eingeschlossen. Wie wär's, wenn Sie uns reinlassen? Ich kann nicht aus dem Zimmer raus. Der ist ja noch irgendwo da drin. Nee, Sie können nicht. Und die Tür ist zu? Ja, die Tür, ich habe ja gerade abgeschlossen. Ja. Gut, du zuerst. Na komm. Ach du Scheiße. 105 Kilo. Ach, das war genug. Na ja, kriegen wir schon hin. Okay. Danke schön. Es ist so gut, dass Sie da sind. Ganz toll heute. So, Sie sind Frau? Taube. Frau Taube. Lena Taube. Ja, da ist ein Einbrecher irgendwo. Ich war gerade duschen und da habe ich es krachen hören und da war ein Schatten. Ich weiß nicht, der muss noch irgendwo im Haus sein. Und wenn nämlich jetzt was tut. Aber ja, gut, machen wir erstmal. Wie viele Etagen hat das Haus? Eine, zwei. Genau, und Keller gibt's auch noch. Keller gibt's auch noch. Ja. Okay. Wir fangen oben an? Würde ich sagen, ja. Oh, das ist gut. Polizei! Polizei! Hier liegt irgendwie. Oh, eine Sturmhaube. Sturmhaube. Pass auf, du. Hier ist erstmal nichts. Pass auf, die lag vor dem. Wir gucken mal im Schrank. Ich schiebe auf. Ja. Pass auf. Zeig mir deine Hände. Zeig mir deine Hände und komm ganz langsam raus. Wer sind Sie? Ganz langsam raus. Max Taube. Max was? Taube. So, stellen Sie sich mal an den Schrank. Also, Sie sind Herr Tauber. Ich nehme an, wenn ich so Ihr Alter sehe, der Sohn von der Dame, die unten nach Polizei gerufen hat. Wir gehen mit ihm runter, oder? Ja. Ja. So, Sie gehen vor. Was hast du hier im Schrank gemacht? Ich habe was gehört und dann habe ich mich versteckt. Dass an dieser Version etwas faul ist, spüren die Beamten sofort. Bei der Konfrontation mit der Mutter erhoffen sie sich endlich eindeutige Antworten. Max, geht's dir gut? Ja. Max! So, können wir reinkommen? Ja, natürlich. Also, Ihren Sohn haben wir im Schrank gefunden. Im Schrank? Max, was hast du denn im Schrank gemacht? Ich habe was gehört. Und Tauber, ich habe eine Frage. Vor dem Schrank lag eine Sturmhaube. Ja. Die von Ihnen, vom Einbrecher. Wie kommt zum Kartfahren. Ich fahr, das ist Ihre, ja? Ja, das macht er. Er fährt hobbymäßig Kart. Alles wird gut, Max. Alles wird gut. Die Polizisten sind hier. Was aber genau hattest du denn gehört? Lautes Geräusch, Gerumpel und dann habe ich mich verstanden. Ich höre schon wieder Geräusche aus dem Keller. Irgendwas ist hier noch jemand im Haus? Warte. Nein. Ist hier noch jemand im Haus? Nein. Mein Mann ist arbeiten. Ich habe es auch gehört, ja. Hier ist immer noch was. Polizei! Polizei. Wir kommen runter! Keine Bewegung! Zeigen Sie mir Ihre Hände! Kommen Sie raus! Kommen Sie raus! Kommen Sie raus aus dem Keller und Hände hier rechts an die Wand. Los hier! Hände an die Wand. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin Herr Taube. Noch ein Taube. Ja, das ist mein Haus hier. Hallo? Okay, und wie kommen Sie hier ins Haus? Ja, hinten durch den Eingang. Oben hat der Schlüssel gesteckt. Ja, das stimmt. Wir kamen auch oben nicht rein. Was denn passiert? Wir gehen hoch zu Ihrer Frau. Hoch. Wir klären das weiter oben. Gehen Sie nach dem Kollegen her. Okay. Paul, was machst du denn schon hier? Ja, was mal. Du, ich dachte, du bist arbeiten. Ja, aber was hast du uns gezeigt? Dass du da bist? Oh mein Gott. Komm her. Ja, Max hat sich im Schrank versteckt. Wir haben einen Einbrecher im Haus. So, was ich... Also alles Taubes, ja? Ja. Ja. So, die Frage ist, warum ist das ganze Haus verriegelt und Sie sind hier in dem Zimmer und halten Plakat und so eine Bett... Es tut mir total leid, aber ich leide an Agoraphobie. Sie kennen das ja vielleicht. Agoraphobie, das ist diese Platzangst. Das nennt man gemeinhin so. Ah, okay. Aber ich habe Angst vor. Ich habe Angst vor allem, was irgendwie groß ist und fremd. Und ich habe seit einem halben Jahr mein Haus nicht mehr verlassen. Es tut mir total leid, aber ich kann das nicht. Was hat das jetzt mit dem Laken auf sich, dass Sie hier mit Einbrecher irgendwas? Ja, ich kam ja aus der Dusche und ich bin in dieses Zimmer geflüchtet und da war ein Lippenstift und das Bettlaken und das Handy hatte ich ja hier. Nicht, okay. Das liegt am Küchentisch. Haben Sie den Einbrecher gesehen oder haben Sie nur was gehört? Einen Schatten. Und ich habe was gehört. Und wo haben Sie den gesehen? Ja, irgendwo da im Flur war was. Zunächst sieht es danach aus, als habe sich die psychisch kranke Bewohnerin geirrt. Auch hier sieht es ja jetzt erstmal ganz gut aus. Herr Tauber, was kann der Einbrecher hier gesucht haben? Tja, wenn ich das wüsste. Was ist das? Oh. Meine Geldkassette! Nein. Ah, okay. Max!
okay. Max! Was ist? Nichts. Na, was nix? Die Kassette? Das ist doch nicht mein Problem. Das ist nicht dein Problem. Das kannst nur du gewesen sein. Nein. Wer soll's denn sonst sein? Was war denn in der Kassette an Geld? 800 Euro, da hab ich gespart. Wieso haben Sie Ihren Sohn in Verdacht? Naja, also es ist... Er macht immer hier so ein bisschen rum mit seinen Kumpels und Raucherei und hin und her. Raucherei und, oder ja, Raucherei? Ja, alles. Alles, was man in so einem Pflegelalter halt macht. Gut, bevor wir jetzt anfangen zu suchen im Haus, hast du das Geld genommen? Nein. Wir finden es sowieso. Ja, hab ich aber nicht. Ja, ja. Ach komm. Ja. Hey, da draußen im Garten ist einer. Stehen bleiben! Polizei! Pack das Messer weg! Pack das Messer weg! Ey, bleib links! Freundchen! Mach den Arm locker! Mach den Arm raus! Ihr Arschlöcher! Mach den Arm raus! Während wir den Einbrecher gefesselt haben, schrie er immer was von dem Jungen. Der Junge hat mich beauftragt. Da konnte man ahnen, dass da irgendwas nicht wie ein normaler Einbruch ist. Dass der Junge irgendwas mit ihm zu tun hatte. Aber was, hat sich dann erst später rausgestellt. Ach, der Junge was? Der hat einen Auftrag! Was für Quatsch! Was hast du gemacht? Was hast du mit dem gemacht? Nichts! Natürlich, was macht der hier drin? Lass meinen Sohn in Ruhe! Paul, was machst du dich an? Weg von Ihrem Sohn, was ist denn mit Ihnen? Lassen Sie Ihren Sohn in Ruhe. Was ist denn da? Was ist passiert? Ich bin draußen! Ja, du bist draußen. Geh lieber wieder rein. Das ist besser für dich. Geh wieder rein. Und du erklärst mir erstmal, was hier los ist. Das ist nichts. Ja, wie ist nichts? Es ist nichts. Na, was ist denn das da? Max, was passiert? Ich hab damit nichts zu tun. Geh rein. Lass sie doch endlich mal draußen. Endlich ist sie mal draußen. Ich bin draußen. Du freust dich ja gar nicht für mich. Jetzt ist besser. Über ein halbes Jahr war ich nicht mehr draußen und jetzt habe ich das geschafft. Hier draußen. Guck doch, was hier draußen rummacht. Ja, du hast ja recht. Da drin ist doch alles viel sicherer. Es wird sich bestimmt alles aufklären. Du musst nur reden. Ich habe den halt engagiert, dass er bei uns einbricht, damit du endlich mal das Haus verlässt. Wieso? Was machst du? Was soll das? Es geht mir auf den Geist. Du sagst dir die ganze Zeit, wie böse es draußen und schlimm es draußen ist, aber es ist hier nichts. Ich wollte sie aus dem Haus treiben, dass sie endlich mal rauskommt. Ja, aber guck, damit sie merkt, ist, dass du die ganze Zeit rumlügst. So, ich will jetzt mal ganz gerne mit dir eben mal reden. Sie lassen die Finger von ihrem Sohn. Max, komm mal bitte kurz mit. Ja, Stiefsohn, Sohn. Ja, ja. So, was hast du gerade gesagt? Du hängst da mit drin. Ich glaube, meinen Kollegen würde dich auch kurz interessieren. Oh, so, was ist da Sache? Ich habe ihn halt im Internet engagiert, dass... Den Dieb? Ja, dass er bei uns einbricht und damit meine Mutter endlich mal rauskommt. Die ist jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr draußen gewesen. Mein Stiefvater, der erzählt dir die ganze Zeit die wildesten Geschichten, dass ja, irgendwas nicht stimmt. Ja, alles klar. Also, das war nicht vereinbart. Er hat gesagt, es war der Plan, dass er reingeht, nur um ihm ein bisschen Angst zu machen, damit sie rauskommt. Aber er sollte nichts klauen. Also um das auseinanderzudüdeln. Du hast ihn engagiert im Internet, damit er hier einen Einbruch spielt, damit deine Mutter in Panik aus dem Haus läuft, weil sie ein halbes Jahr nicht draußen war. Großartige Idee. Und du dachtest hier, du nutzt das gleich mal aus, um ein bisschen Kasse zu machen, ja? Grundsätzlich musst du ja gar nichts zu der ganzen Sache sagen. So. Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Genau, das ist auch am besten das so. Das ist wahrscheinlich besser. Der Sohn muss sich wegen Anstiftung zu einer Straftat verantworten. Den Einbrecher erwartet eine Anzeige wegen Einbruch. Zugleich